Wir befinden uns hier in Eichtal-Eich bei der örtlichen Feuerwehr. Gegen 16 Uhr hat hier ein starkes Gewitter eingesetzt mit extrem starken Niederschlägen, was zur Folge hatte, dass wir in den Ortsteilen Eich und Krötzingen eine momentan noch nicht ganz klare Anzahl an vollgelaufener Keller hatten. Die Straße war überflutet, Gullideckel wurden ausgehebelt. Zurzeit wurden durch die Feuerwehr bisher 60 Einsatzstellen abgearbeitet. Wir haben aber noch ca. 20 vor uns. Die Feuerwehr Nürtingen ist uns mit 4 Fahrzeugen und 20 Kräften zur Unterstützung vorbeigekommen. Die Feuerwehr Eichtal ist mit 8 Fahrzeugen und ca. 60 Mann im Einsatz. Unwettereinsätze sind tendenziell steigend. Hier im Eichtal haben wir eine super gute topografische Lage, dass es bei uns nicht ganz so oft vorkommt. Wenn dann allerdings, wie man es heute sieht, richtig. Wir hatten viele vollgelaufene Keller, die teilweise über einen Meter unter Wasser standen, vollgelaufene Tiefgaragen, weggeschwemmte Brückenaufsätze. Also wir hatten schon kräftig was zu tun heute. Wir nehmen eine Kategorisierung vor. Der Keller, der 10 cm unter Wasser steht, kann eher warten wie der Keller. Wir hatten vorhin Industriegebäude, wo der Keller einen Meter unter Wasser war, wo Maschinen betroffen sind. Das kommt in der Priorität natürlich weiter nach vorne.